Warum gibt es so viele Menschen, die an der Gewichtsreduktion scheitern? Was ist da der häufigste Faktor? Ja, und das ist tatsächlich so, dass man da einen roten Faden sieht. Das ist eindeutig ein roter Faden. Und zwar, die meisten Menschen scheitern daran, dass sie das Vorhaben, wie viel Zeit sie benötigen, völlig unrealistisch bewerten. Das bedeutet, 20 Kilo zu viel. Okay, 20 Kilo zu viel, also in 8 bis 10 bis 12 Wochen müssen diese 20 Kilo weg sein. So, rechnen wir jetzt einfach mal aus, wenn es 20 Kilo Fett sind, sind es 20.000 Gramm. Okay, 20.000 Gramm in Form von Fett, das sind mal 7, denn ein Gramm Fett hat 7 Kalorien, das sind 140.000 Kalorien. So, und wenn man das jetzt zum Beispiel in 10 Wochen weghaben will, das sind 70 Tage, dann müssten wir jetzt rechnen, 140.000 geteilt durch 70 Tage. Was kommt da raus? Ich bin im Kopf recht nicht so gut. Kannst du mal kurz rechnen? 140.000 Kalorien geteilt durch 70. Gerade einen kleinen Moment. Ich weiß, es sind jetzt ein paar da vom Rechner, die haben das im Kopf schon drauf, ich nicht. 140.000 Kalorien geteilt durch 70 Tage. Dann haben wir... 2000. Hätte man rechnen können, gell? Ja, hätte man. Das wäre, dass man pro Tag 2000 Kalorien in Form von Fett eliminieren müsste. So, und jetzt ist die Frage an euch, ist das möglich? 2000 Kalorien heißt 5 Stunden Sport betreiben. Wer von euch hat Zeit für 5 Stunden Sport? Keiner, die wenigsten. Gibt fast keine Berufstätige, der 5 Stunden Zeit für Sport hat. Geschweige denn, dass die meisten Menschen 5 Stunden Sport jeden Tag machen können. Das machst du vielleicht 2 Wochen, danach bist du K.O. Deswegen ist auch diese Vorstellung, zu sagen, ich muss diese 20 Kilo jetzt in 10 Wochen runter machen, unrealistisch, mit der Realität nicht vereinbar. Und was bedeutet das? Man hat eine Forderung an sich selber und sagt, ja, die 20 Kilo müssen derzeit weg. Man stellt nach der Hälfte der Zeit fest, oh, es sind aber nur 5 Kilo. Und was entsteht? Eine Frustration. Warum? Weil die Erwartungshaltung, die Forderung, die war ganz woanders, ist aber mit der Realität nicht vereinbart. Und was passiert? Man hat nur 5 Kilo abgenommen, man ist verzweifelt und die Motivation sinkt. Und das ist mit ein Hauptfaktor, warum viele Menschen in der Gewichtsreduktion scheitern, weil die Vorstellung, welche Menge an Energie man in welcher Zeit loswerden kann in Form von körpereigenem Fett, mit der Realität nicht vereinbar ist. Das ist Nummer 1. Nummer 2 kommt das fehlende Zeitmanagement. Viele Menschen sind aus einem emotionalen Grund raus, vielleicht hat jemand was gesagt, du bist zu dick, vielleicht haben sie im Spiegel wieder gesehen, ich bin zu dick, vielleicht sind sie auf der Waage gestanden, seit langem wieder und sehen, scheiße, es waren mal 80 Kilo, jetzt sind es 110 Kilo, sind frustriert in dem Moment, haben vielleicht auch noch einen schlechten Tag gehabt und bedingt durch diesen schlechten Tag sagen sie so, jetzt wird es Zeit, jetzt muss ich Gewicht reduzieren. So, und dann fangen sie an. Aber sie haben keinen Plan. Null Plan. Ja, was esse ich? Wie gehe ich vor? Welche Kalorienmenge braucht mein Körper tatsächlich? Weiß ich nicht. Okay, ich mache FDH. Oder ich mache so eine sogenannte Stoffwechseldiät. Ich weiß nicht, was ich trainieren soll. Ich trainiere halt mal. Was ich essen soll, weiß ich auch nicht, aber ich esse halt mal. Ich esse einfach mal weniger. Okay. Dann habe ich noch irgendwelche Pillchen, Perlchen, was weiß ich alles, mache ich auch mal. So, aber keinen direkten Plan. Denn erstmal ist es wichtig, ein Zeitmanagement zu haben. Ein Zeitmanagement, wann trainiere ich, was trainiere ich, was macht Sinn? Ich bin in der Körperfettreduktion, ich möchte Fett abbauen, also brauche ich eine gewisse Art von Training, sollte ich wissen. Dann sollte ich wissen, wann ich trainiere. Trainiere ich montags, dienstags, donnerstags, samstags, trainiere ich morgens, trainiere ich abends, trainiere ich am Wochenende. All diese Faktoren sind wichtig und deswegen ist es auch wichtig, wäre es wichtig, dass diese Menschen einen Plan haben. Aber die meisten Menschen haben in dem Moment keinen Plan. Sie legen einfach oftmals aus einer Bauchentscheidung raus los und sagen so, jetzt muss es funktionieren. Wenn man ein Haus versucht zu bauen und man hat keinen Plan, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Haus irgendwann stabil ist, stehen bleibt, ziemlich gering und dass es gut ist, schön ist, ist auch schwierig. Deswegen auch hier ganz klar, Faktor Nummer 2 ist,
Kein Zeitmanagement, nicht zu wissen, was man tatsächlich tut. Einfach aus dem Bauch raus zu sagen, okay, ich mache jetzt eine Kohlsuppendiät, okay, ich mache jetzt eine Eiweißpulverdiät, also alles Dinge, die nicht langfristig sind, die nur kurzfristig ausgeführt werden können, ohne irgendwelchen Plan, was tatsächlich wirklich langfristig funktioniert, wird angegangen. Und das führt auch wieder dazu, dass vielleicht vorübergehend ein Ergebnis erreicht wird, aber nach einer kurzen Zeit wird es erstmal ekelhaft, weil es nicht mehr schmeckt. Zweitens bleibt vielleicht sogar das Gewicht stehen. Die Gewichtsreduktion geht immer vorwärts, weil einfach keine Struktur drin ist. Und was heißt das Ganze? Wir lassen es wieder sein. Und schon wieder ist man raus. Und diese Menschen machen dann oft auch Folgendes. Sie probieren das mehrmals in ihrem Leben. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und begehen leider immer wieder die gleichen Fehler. Und somit sind sie immer in der Überzeugung, mein Körper ist halt so, der war früher schon dick, der wird immer dick bleiben. Und genau deswegen wird es auch nicht funktionieren. Dann haben sie auch noch einen Glaubenssatz, einen schönen verankert. Es liegt nämlich in der Regel nicht daran, dass der Körper nicht funktioniert, sondern es liegt in der Regel daran, dass das falsche Werkzeug benutzt wurde. So, und dann haben wir wieder das Problem. Und deswegen gibt es ganz viele Menschen, die daran scheitern, denn die, wird ja alles wieder nachgemacht. Viele Menschen machen den anderen nach, Diätverhalten, Kohlsuppendiät, nicht zu wissen, was man waren tut, ohne Plan loslegen. Oh, der hat abgenommen, das mache ich jetzt auch mal. Ich fange jetzt auch mal an. Ich nehme einfach mal ab. So, und somit ist es immer so ein Kreislauf. Immer so eine schöne Suppe und hinten dran steht keine Motivation mehr, keine Lust mehr, kein Bock mehr, hör mal auf und zwei Jahre später, halbes Jahr später machen wir das Gleiche nochmal. So schwer ist es gar nicht. Es ist keine Raketentechnik. Es ist definitiv keine Raketentechnik zu sagen, man nimmt dauerhaft gesund ab. Erstens mal ein realistisches Ziel setzen. Was kann ich in welcher Zeit erreichen? Realistisches Ziel. Die Rechnung habe ich euch gemacht. Zweitens, ein gutes Zeitmanagement. Wann tue ich was? Diese zwei Faktoren sind schon ganz wichtig. Und dann vielleicht noch ganz wichtig auch dazu, sucht euch das passende soziale Umfeld, wo die Menschen entweder schon dort sind, wo du hin möchtest, oder gerade auf dem Weg sind und dich mitnehmen. Und dann ist die Chance natürlich viel größer, dass du genau dein Ziel erreichst.